Gegen Lokman Guliev. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gegen den habe ich glücklich gewonnen auf Zeit, die erste Partie heute. Das ist die Variante, mit der ich alle Alireza Firouzja betuppt habe in der Blitzpartie. Könnt ihr euch erinnern? Der größte Erfolg von TBG. Sieg gegen Alireza Firouzja im Title Tuesday. Hier war irgendwas. Hier war irgendwas. Springer D2 oder was? Komisch. Was ist das denn? Komisch. Wieso kommt der da so gut raus? Okay, das droht nichts, oder? Ich komm gar nicht richtig raus aus dieser Stellung. Ich komme doch raus. Aber natürlich sehr umständlich. Turm D3, greift mal. Ich hätte zuerst auf C6 nehmen müssen. Total ungenau, ne? Total ungenau. Oh, was mache ich denn? Also echt. Also ich sollte echt abschalten. Das ist ja unglaublich. Was für Züge ich mache, ne? Ich bin überhaupt nicht am Start. Total müde. Wahrscheinlich. Was mache ich denn? Was haben wir gemacht? Turm D3. Wieso mein Läufer C, nee, Läufer C6, Springer B6, ne? So hat der Turm D8, Springer C6. Er macht sich das Leben schwer, ne? So ein bisschen. Er stellt es gerade ein, ne? Er kann nicht auf E4 nehmen wegen Turm B8 Schach. Läufer. Der lässt sich matt setzen, ole, ole. Damit beenden wir heute den Stream. Schönes Matt. Vor allen Dingen, völlig unsinnig zu pre-moven. Ich habe Springer E7 gepre-moved. Was mache ich denn, wenn der Läufer D8 macht? Springer E7, König F8. Ole, ole nach hinten.